Gesundheitswürdigkeit. Redstone habe ich auch, kommt wieder in die Mitte rein. Ich mache das eigentlich fast immer so, so. So, so. Wieso berühmt dies? Ach so, ich muss mal aufpassen, dass die nicht in die Schlucht fallen. Ich glaube, das wäre es dann für die Hundis ziemlich gewesen. Ah, da sind meine Hundis. Drei davon. Der vierte ist hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann mal eben Warten Nummer 1. Mal eben Warten Nummer 2. Nummer 3. Und die Nummer. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Komm mal her, Hundi. Mini-Hundi. Nummer 4. Sehr gut. Kohle. Lapis, Lazuli und Dingens haben wir noch nicht gefunden. Diamanten. Aber ich denke, wir werden es gerade so verkraften. Gab es noch irgendwas anderes, was wir nicht gefunden haben? Ich glaube fast nicht. Wir haben Eisen gefunden, wir haben Kohle auf jeden Fall sehr viel gefunden und wir haben Redstone gefunden, was ich denke ich ganz okay ist von der Ausbeute her. Ja, man kann immer mehr finden, man kann aber auch immer weniger finden. Von daher, man muss das nehmen, was man kriegen kann und freut sich eben darüber. Und wenn man halt mehr findet, dann freut man sich immer mehr, und weniger findet, freut man sich immer weniger. Man sollte aber nie jammern, dass man zu wenig gefunden hat, denn ich denke, wir haben eine gute Ausbeute gemacht. Da waren ja auch ein bisschen ewig lange jetzt in der Höhle drin. Und da können wir, denke ich, ganz gut zufrieden sein, oder? Würde ich behaupten. Das Problem wird nur sein, wenn es eine Spitzhacke wird, wohl bald auseinanderfallen, denke ich mal. Wenn die, das ist ja nur eine Eisenspitzhacke, die hat ja nicht mehr Haltbarkeit drauf. Ne? Ich glaube nicht, dass du die ganzen Blöcke ohne Reparatur übersteht. Naja, wir gehen einfach mal. Wir fangen mal an, hier durchzugehen. Achso, habe ich eine Werkbank dabei? Ich habe ja eine Werkbank dabei. Gut, da kann ich nämlich aus durch die Werkbank, kann ich mir aus dem ganzen Spaß hier. Dann Redstone, Kohleblöcke basteln. Keine Redstone-Blöcke, Kohleblöcke. Und damit kann ich Platz in den Inventar sparen. Das denke ich ganz gut so. Ja, und Erfahrung bringt das Ganze auch. Und das ist auch immer ganz gut. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass wir die Spitzhacke wieder reparieren müssen. Und das wird auch nicht allzu sehr billig sein. Eigentlich lohnt sich das Erfahrungstechnik mit Blutspitzhacke überhaupt nicht, weil wir müssen Blutspitzhacke reparieren und das wird wahrscheinlich genau die Erfahrung kosten, die wir jetzt hier verdienen oder halt noch viel mehr. Toll. Naja, das ist halt so, ne? Gut, Level 22 ist drin, vielleicht schaffen wir das Level 26, glaube ich nicht, 24, 25 ist vielleicht machbar. Mit allem, was wir abgebaut haben, zusammen. Mit Eisen noch ein bisschen mit einschmelzen. Ja, ich denke schon, dass es machbar ist, wenn man sich Mühe gibt, ne? Wir können ja parallel schon mal ein bisschen Eisen einschmelzen. Wie wär's denn damit? Kann ja definitiv nicht schaden. Geh mal in die Schmiede und schmelz mal ein. Und dann kann ich gleich mal gucken, wie teuer das mit dem Reparieren eigentlich werden wird. Hier Eisen pop Eisen rein. Ich hab gar nicht so sehr viel Eisen hier drin. Wie teuer ist denn das jetzt hier mit dem Reparieren? Das Gerät und das Gerät. 9 Erfahrung. Naja, das geht eigentlich. Das ist okay. Habe ich hier nicht auch noch Schutzeffizienz? Wäre ganz geil. Haltbarkeit haben wir nicht. Das ist Haltbarkeit und Bann. Bann ist für Dingens Bonus. Bücher haben wir auch keine mehr. Für ein Schwert wäre Bann. Aber wir können ja mal gucken, wie teuer das wäre, wenn wir jetzt sagen wollen, die hier und das hier. Ich meine,
Das können wir uns genau nicht leisten. Aber zumindest ist hier jetzt ein bisschen haltbarer, was definitiv nicht schaden kann, würde ich sagen. Ja. Wir können mal eben noch fix pennen gehen. Und dann bastle ich noch die Kohle ein bisschen weiter auseinander. Aber wir müssen ja jetzt zumindest nicht die Angst haben, dass die Spezialis sofort wieder auseinanderfällt, würde ich denken. Naja, und hier haben wir leider kein Eisenprobeisen drin. Hier haben wir allerdings noch Eisenprobeisen drin. Und ja, die Kohle nehme ich auch mal eben mit. So. Geht natürlich nicht. Wäre irgendwas, was ich hier reinwerfen kann? Nee, ne. Hier auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Aber ich kann doch aus der Kohle, die wir hier haben, schon mal ein paar wenige Kohleblöcke machen. So. Und dann hier auch noch mal. So. Aber 14 Kohleblöcke, dann haben wir ein Ding ins Meer Platz. Da kann ich hier und so. Das ist doch, denke ich, ganz gut so. Und hier kann ich dann schon mal das nächste Eisen verbeißen in den Ofen. Ah, hier ist noch Hähnchen. Das ist, denke ich, auch ganz gut. Hier ist noch anderes Schnitzelzeug. Gut. Habe ich nicht das Eisen hier reingeworfen? Ich bin auch schon dement. Naja, werfe ich hier das Eisen und das Eisen rein. Dann hole ich hier noch den Schnitzel raus. Wo ich die Schnitzel, da war ein Schnitzel. Oder Hähnchen. Oder wie auch immer man sagen will. Und dann gucke ich noch mal dahinter, dass ich noch mal weiter Kohle hinbaue und fröhlich Kohle abbaue. Und ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht allzu sehr spannend. Aber naja, ich finde es immer ganz cool, weil man sieht, wie viel man eigentlich dann am Ende wirklich rausgekriegt hat oder wie viel man rauskriegt. Und ja, andere Leute, die bauen alles sofort gleich mit Spitzhacke in der Höhle ab. Das finde ich allerdings zu sehr platzintensiv, zu teuer. Auf der anderen Seite könnte man das eigentlich wahrscheinlich auch machen, wenn man sagen würde, ich baue in der Höhle die ganzen Kohle-Dinger schon zu Kohle-Blöcken. Dann wäre das vielleicht auch nochmal eine ganz kluge Idee. Und dann nimmt man halt nur die. Nee, Quatsch. Die Diamanten kann man ja auch trotzdem so mitnehmen. Das Redstone und das, und dann baut man es halt auch zu Blöcken. Zumindest die Diamanten werden ja nicht allzu sehr viel sein, wenn man überhaupt welche findet. Dann ist man ja froh, wenn man 2-3 Diamanten findet. Wenn nicht 100 oder so. Also, da muss man ja dann nicht unfassbar viele Blöcke draus bauen, würde ich denken. Sondern das reicht ja dann, wenn man überhaupt was gefunden hat, ne? Man muss ja nehmen, was man kriegen kann. So, wir bauen erstmal weiter fröhlich ab. Und hoffen mal, dass wir vielleicht noch ein oder andere Level hier rausschlagen können. Ich bin doch ganz guter Dinge, dass wir vielleicht noch Level. Naja, ich sag mal Level 18 wäre geil. Level 18 wäre geil. 21 wäre ein absoluter Premium-Traum, weil dann könnten wir das nochmal mit der Effizienz-Spitzhacke machen. Also hier raus noch Effizienz oben drauf klatschen. Dann wird das Ganze noch wesentlich schneller gehen. Aber, naja, Haltbarkeit war es nur wichtiger, denn Hauptsache das Ding fällt nicht sofort auseinander. Ne? Gerade Eisen hält ja nicht ewig. Ich glaube nicht, dass man mit einer ganz normalen Eisenspitzhacke hier weit kommen würde. Die wäre uns schon bald auseinandergefallen. Die fällt zwar irgendwann auseinander, aber zumindest nicht allzu sehr schnell wie eine ganz normale Eisenspitzhacke. Und ich glaube, wir sind voll. Ja, sieht sehr so aus. Kann ich denn irgendwie nochmal. Ich könnte natürlich auch eben mal kurz hier den hier machen. Ich habe hier mal kurz auf und bastel noch ein kleines bisschen mehr ab. Ja, Level 18 denke ich ist machbar. Jetzt sind wir Level 15, da haben wir auch noch ein bisschen was im Ofen und so. Ich denke Level 18 ist drin, allerdings halt Level 20 wahrscheinlich noch nicht mehr.